Wir haben auch über Dinge gesprochen, die zwischen uns kritisch waren oder sind. Ich glaube, dass es jetzt gelungen ist, hier den Blick darüber hinaus in die Zukunft zu richten. Die Armenien-Resolution. Wir haben von unserer Seite her deutlich gemacht, dass es natürlich das Recht des Deutschen Bundestages, des Parlaments ist, sich mit Fragen zu befassen, wie den Vorgängen vor 100 Jahren, zumal ja auch ein Stück weit das damalige Deutsche Reich Mitschuld auf sich geladen hat. Das ist eine politische Resolution. Und unsere türkischen Gesprächspartner sagten, das sei eine Sache für Historikerkommission. Wir haben darüber gesprochen und ich habe ins Gespräch eingebracht den Briefwechsel zwischen den Präsidenten unserer Parlamente, Präsident Kachmaran hier aus der Türkei und Professor Lammert aus der Bundesrepublik Deutschland vom Deutschen Bundestag. Und ich glaube, dass dieser Briefwechsel eine gute Grundlage ist, jetzt den Blick nach vorn zu richten und Zukunft zu gestalten. Und ich hatte den Eindruck, bei unseren türkischen Gesprächspartnern, nachdem wir das ausgetauscht haben, dass wir jetzt darüber in die Zukunft blicken können. Und schließlich haben wir darüber gesprochen, dass wir als Mitglieder des Verteidigungsausschusses natürlich das Recht, ja die Pflicht haben und auch das Bedürfnis haben, immer und zu jeder Zeit unsere deutschen Soldaten im Einsatz zu besuchen. Und deswegen sind wir heute in Incirlik gewesen, um genau dies durchzuführen. Wir haben eine Parlamentsarmee in Deutschland und als solche tragen wir Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und Sie wissen, dass in Deutschland jeder Einsatz abhängig ist von der konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages und das gilt auch für Verlängerungen und Erweiterungen eines Mandats. Die Gespräche mit dem türkischen Base Commander, General İsmail Günaydın, dem amerikanischen Kommandanten Colonel Walker und dem deutschen Oberst Marco Meyer haben gezeigt, dass diese drei hervorragend zusammenarbeiten, dass hier eine richtige gute Chemie ist. Und das Gespräch mit den Soldatinnen und Soldaten hat mir, und ich gehe davon aus, uns allen, einen hervorragenden Eindruck verschafft, mit welchem Einsatz, mit welcher Leidenschaft, auch mit welcher Überzeugung unsere Soldaten in dieser wichtigen Mission gemeinsam stehen. Unsere Fraktion ist hier eindeutig sortiert. Wir können Mandate nur erteilen, wenn wir unkompliziert unsere Soldaten besuchen können. Dies war heute möglich. Dieser Besuch verdient eigentlich auch kein Medienecho, weil er so abgelaufen ist, wie Besuche routinemäßig stattfinden. Mit Gesprächen mit den Soldaten, die uns auch ihre kleinen Sorgen schildern, die uns aber auch zeigen, wie hoch motiviert sie die Arbeit tun, wie professionell die Zusammenarbeit zwischen den anderen Akteuren, einschließlich den Türken, auf dieser Basis ist. Also völlig unaufgeregt war dieser Besuch. So, und jetzt kommt die Frage: Ist es zukünftig möglich? Wir hören nichts anderes. Wir gehen davon aus, dass dieser Besuch, wie Karl Lahmers sagte, das Eis gebrochen hat und dieser Alltag wieder einkehrt. Und die Mandatsverlängerung ist ja erst im Dezember angesagt. Vielleicht kommt vorher noch eine Debatte über AWACS. Und ich sage mal auch in der Frage sehr gelassen. Es geht ja nicht nur darum, dass deutsche Verteidigungspolitiker unsere Soldaten besuchen, sondern es werden sicherlich auch andere Kolleginnen und Kollegen das Bedürfnis haben. Und dann wird man sehen, was drauf ist. Wir sind aber optimistisch und positiv. Und da muss niemand Angst haben, wir wollen nicht jede Woche kommen.